Hallo da draußen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute die Rezension zu Lobster is the Best Medicine, a collection of comics about friendship von Liz Klimo. Dieses kleine Buch ist am 13. Oktober 2015 im Running Press Verlag erschienen, hat 128 Seiten und kostet 12,85 Euro. Das Buch hat von mir 3 bis 3,5 Sterne gekriegt. Warum? Darauf gehe ich gleich noch ein. Erstmal zum Format dieses Buches. Dieses Buch besteht aus einer Reihe von Comics zum Thema Freundschaft, die in 4 Teile untergliedert sind. Und zwar ist das erste A Friend in Need, dann kommt Best Friends Forever, Hanging Out und der letzte Teil ist Unlikely Friends. In jedem dieser Teile gibt es ein paar Comics, die ich richtig, richtig schön fand, die mir auch das Herz erwärmt haben. Und dann gab es Comics, wo ich so mäh war. Und dann gab es auch welche, die mir einfach gar nicht gefallen haben. Also die mich nicht angesprochen haben, wo für mich diese Idee von Freundschaft nicht so rüberkam. Deshalb habe ich dann gesagt, okay, alles in allem sind das so maximal 3,5 Sterne für mich. Das soll überhaupt nicht heißen, dass das ein schlechtes Comicbuch ist, aber wie das ja immer so ist mit diesen Collections von so Zeichnungen, es gibt halt immer welche, die einem besser gefallen und welche, die einem nicht so gut gefallen. Besonders an diesem Comicbuch ist quasi, dass die Freundschaften immer zwischen Tieren stattfinden und zwar häufig in so wirklich unlikely Pairings, also wo man so denkt so, hä? Ich will euch auch gleich mal einen meiner Lieblingscomics zeigen. Wie ihr seht, ich habe hier oben so lustige Wimpel drin, ne? Für die, die ich richtig gerne mag. Also das ist jetzt einer aus dem Teil A Friend in Need. Wie ihr das gerade seht, da sagt die Schlange halt, do you need a shoulder to cry on? Und dann sagt die Ratte, you don't have shoulders. Und dann verbiegt sich halt die Schlange so, dass die Ratte dann weinen könnte. Also deswegen, ich glaube, A Friend in Need ist tatsächlich, das ist der erste Teil, ist auch mein Lieblingsteil, glaube ich, aus den Comics. Es gibt auch ein paar, die sind einfach absurd witzig, wie zum Beispiel dieser hier auf der Seite. Da hat man halt einen Hai, der mit einem Boot spielt und dann kommt halt sein Hai-Kumpel vorbei und sagt, Dude, hast du gerade mit einem Spielzeugboot geredet? Und dann so, nein, Quatsch, ich doch nicht. Und das ist einfach das, was ich meine. Es gibt ein paar, die sind halt richtig, richtig toll. Ich mag die Haie sehr gerne. Ich mag aber auch wirklich gerne die Schlange und die Ratte. Weil es ja wirklich ein sehr seltsames Pairing ist. Und dann, ich glaube, mein anderes gleichwertig geliebtes Pairing ist der Salamander mit dem Kaninchen, wie man hier sieht. Also die beiden sind einfach total cool zusammen und das ist sehr, sehr schön. Ich habe es von meinem Mann geschenkt gekriegt, weil uns beiden einfach so Freundschaften auch sehr wichtig sind und er mein bester Freund ist. Und ich kann das wirklich nur empfehlen zu verschenken an irgendwie eure Freunde. Schenkt es eurem besten Freund, eurer besten Freundin, weil da sind einfach teilweise Comics drin, die sind so schön und so süß auch und zeigen einfach wirklich auf herzerwärmende Art, woraus Freundschaft besteht, dass das eben manchmal die großen Gesten sind, manchmal aber auch die ganz kleinen. Es gibt dann hier so ein halt einfach dieser Salamander, der dem Kaninchen hilft oder die Schlange, die sich dann verbiegt, damit ihr Kumpel irgendwie a shoulder to cry on hat. Und das ist einfach wunderschön, deswegen kann ich das echt empfehlen. Ich finde es schade, dass da nicht mehr Comics drin waren, die mir gefallen haben, weil auf 128 Seiten waren das, glaube ich, insgesamt so 10 oder so, die ich richtig, richtig gut fand. Aber für diese 10 hat sich das für mich schon richtig gelohnt, weil die wiederum sind so schön. Ich verlinke euch unten auch Liz Klimos Tumblr, da könnt ihr euch einfach noch ein paar mehr Sachen von ihr auch angucken. Und wenn euch das interessiert, dann kauft euch das, unterstützt eine tolle Künstlerin, also weil die Artwork ist perfekt. Also das ist wirklich, der Zeichenstil ist wunderschön. Und ja, das wär's für mich für heute. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Ciao!